Der Duoton Neo, den gibt es auch in drei verschiedenen Varianten. Und wir haben uns jetzt hier im Test halt mit der einfachsten oder sprich konventionellen Materialkombination mit Dacron und dem üblichen Tuch von Duoton beschäftigt. Aufgehangen ist der Schirm weiterhin mit einer 4-Punkt-Waage mit einem Pulli. Für die Steuerleine haben wir ein leichtes V mit einem Bungee, was halt den Wasserstart insgesamt schneller machen soll und es auch in der Regel tut bei Duoton. Um hier Bardruck und Turning Speed anpassen zu können, gibt es auf der V-Waage eine Knotenleiter mit zwei Knoten. Da kann man dann den Bardruck und Turning Speed anpassen. Und das Ganze ist angebracht an einem von der Geometrie etwas veränderten Tippsegment. Be- und entlüftet wird der 3-Strut-Kite mit einem Duoton-Ventil. Die One-Pump-Schläuche sind kurz und gerade gehalten, was ein schnelles Be- und entlüften ermöglicht. Beim Flugtuch haben wir hier das von Duoton genannte Trinity TX, ein Mix aus einem Triple- und einem Double-Ripstop-Material. Die Fronttube ist aus klassischem Dacron gefertigt, verschlossen mit einer einfachen Kedernaht, die von der Innenseite gedoppelt und vernäht ist. Die einzelnen Segmentübergänge und alle Aufschlag- und Scheuerstellen sind mit gummiertem Gewebe verstärkt. Das Flugtuch ist etwas weiter in die Tippsegmente hineingezogen worden und dadurch hat sich der Kite in dem Bereich auch etwas reduziert vom Gewicht. Die Hinterkante ist zweifach gedoppelt und es gibt in beiden Tippbereichen jeweils zwei Latten, damit hier ein Flattern der Hinterkante vermieden wird. Leinenabweiser gibt es nur am Ende der Fronttube. Die drei mittleren Querstruts kommen ohne Leinenabweiser aus. Wer sein Kite nach dem Kiten der Länge nach aufrollen möchte, für den gibt es noch am Ende eines Tipps ein zusätzliches Ablassventil. Die Querstruts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Der Übergang des Flugtuchs zur Fronttube und auch im Übergang halt von den Querstruts ist alles nochmal mit breiten Dacron-Materialien verstärkt. Mit einer sauberen und wirklich schnellen Anströmung und einem mittleren bis hohen Grundzug gerät es wirklich hier mit allen verschiedenen Sportgeräten sehr leicht, damit ins Fahren zu kommen oder beim Vollen auf den Flügel zu kommen. Die Angleitleistung für einen 3-Strut Allrounder oder Waveschirm, der Neo, der klassische Neo hier, der ordnet sich in dem Freeride-Sektor ebenfalls genauso ein wie in dem reinen Wave-Sektor. Und da liefert er wirklich absolut gute Leistung. Im Gegensatz zum Vorgängermodell hat der neue Neo mit seiner leicht geänderten Tippgeometrie und auch dem angepassten Profil daran bessere Amwindleistung, die jetzt auch eher auf dem Niveau des SLS-Modells liegen. Der D-Lab geht insgesamt halt nochmal einen kleinen Tick weiter an den Windfensterrand. Aber die Leistung, die wir jetzt hier vom normalen Neo bekommen, gleicht dem des SLS eigentlich ziemlich ganz genau. Und dieses etwas doch tiefer stehende und etwas gröber aus der Mitte ziehende hat jetzt das neue Modell nicht mehr. Auch das Barfeeling fühlt sich hier jetzt insgesamt deutlich eleganter an. Mit einer leicht komfortablen Weichheit auf der Bar, aber mit dazu 100%iger Präzision, was den Lenkbefehl angeht und auch einem sehr, sehr schönen Feedback auf der Bar, sodass man halt jederzeit spüren kann, wo sich der Kite im Windfenster befindet, ist das Ganze hier eine absolut homogene und sehr schöne Geschichte. Und auch bei der Kraftentfaltung wird der unterschiedliche Einsatzbereich dieser drei verschiedenen Modelle besonders klar. Die klassische Variante, die wir jetzt hier im Test haben, ist insgesamt mit dem meisten Komfort ausgestattet.
Sprich, die Kraftspitze, die hier beim Durchfliegen des Windfensters entsteht, ist am geringsten. Dementsprechend besitzt dieser Schirm auch das Maximum an Kontrolle, wenn man ihn nur leicht mitlenkt oder gestellt fliegt. Was das Flugbild des Neo 2024 angeht, sind wir extrem variabel. Wir können je nach Aussteuerung hier größere, gleichmäßige, runde Radien bis kleine, eng getellerte Radien produzieren. Und das Ganze spielt sich ab bei einer mittleren Fluggeschwindigkeit und auch bei einer kontinuierlichen, gleichmäßigen Kraftentfaltung. Das ist halt auch immer wichtig dabei, dass hier keine großen Unterschiede stattfinden. Wie man es von Duoton gewöhnt ist, ist auch hier beim Neo, auch wenn er jetzt ein paar Änderungen erfahren hat, das Profil wirklich absolut ausgereift konstruiert. Hier gibt es von der Profilstabilität überhaupt nichts zu meckern, keine Schwäche, kein übermäßiges Wackeln oder Flattern ist zu vernehmen. Die Kappe bleibt immer stets ruhig und schön sauber kontrollierbar. Das Deepower-Vermögen über das Wegschieben der Bar funktioniert sehr effizient und ermöglicht so dem Neo auch definitiv einen großen Windeinsatzbereich. Das Safety-System von Duoton löst bei einer Kraft von 120 Kilo bei 5,5 Kilo aus. Das Ganze hier funktioniert auch bei der Wiedermontage sehr leicht und einfach. Da es ein Click-In-Mechanismus ist, hier braucht man nur das offene Ende des Chicken Loops wieder in die Öffnung hineinstecken und schon ist das System wieder bereit, damit man sich einhängen kann und fortfahren kann. Das Wiederstarten ist aufgrund einer kompakten Bauform, einer leichten Feilung sehr einfach. Auch das Ziehen und Halten einer Steuerleine ist schon im absolut untersten Windbereich absolut effizient, um den Kite wieder zu starten. Dieser Vorgang ist so einfach, dass er auch dem absoluten Anfänger bei unter 10 Knoten gelingen wird. Das Ansprechverhalten der wirklich genauen Lenkung und die daraus dann resultierende Kraftentfaltung, die stets wirklich sehr gleichmäßig ist, mit dem Drehverhalten zusammen, machen den neuen Neo wirklich zu einem absolut exzellenten Wave-Kite. Der ist derartig ausgewogen und harmonisch und einfach zu handhaben. Besonders für den Strapless-Einsatz besteht hier niemals die Gefahr, dass einen der Kite irgendwie vom Brett zieht, weil er eine zu hohe Kraftspitze oder dergleichen entwickelt. Hier macht er alles super mit und auch wenn er gestellt geflogen wird, besitzt er hier wirklich eine außerordentlich gute Driftfähigkeit, die auch spürbar besser als beim Vorgänger ausgefallen ist und sich hier mehr auf dem Niveau des SLS abspielt mittlerweile. Wer einfache Handhabung, Komfort und Kontrolle präferiert, für den ist der normale Neo jetzt von den drei unterschiedlichen Modellen, die zur Verfügung stehen bei Duoton, die erste Wahl. Genauso viel Spaß bereitet der Neo beim Foilen in der Welle oder auch im Flachwasser für Manöver und dergleichen. Ist einfach ein absolut hundertprozentig zuverlässiger Partner am Himmel, der einem alles sehr einfach macht. Die Reaktionsfreude reicht aus, um bei sehr wenig Wind, auch im gedepowerten Zustand, genug ansprechende Lenkung zu besitzen, damit er hier auch immer bei einem bleibt. Und man kann ihn auch halt wirklich mit so wenig Leinenspannung versehen, dass er auch mal wegstallt. Man kriegt ihn aber dann halt mit einem kleinen Bogen jederzeit sehr leicht wieder gefangen, weil er sich einfach auch echt lange am Himmel hält. Und das, obwohl er mit 2,9 Kilo bei 9 Quadratmeter jetzt nicht unbedingt der leichteste Kite am Markt ist. Ein gutes Profil, was stets und ständig sauber angeströmt wird, ist natürlich immer die Grundvoraussetzung für viel Freude beim Kite. Sprich, es zählt nicht nur das Gewicht. Der neue Neo sorgt für wirkliche Begeisterung vom absoluten Anfänger bis hin zum Profi. Je nachdem, ob man jetzt wettbewerbsorientiert Strapless Freestyle
und Big Air auch noch kombinieren möchte beim Kite-Foilen oder auch beim Strapless-Foilen, da sind natürlich halt SLS und D-Lab-Modelle mit härterem Konzept der Kappe besser geeignet. Aber für alles, was mittendrin liegt und alles, was auch das Wellenabreiten angeht, im gesamten Bereich ist der normale Neo ein wirklich hervorragender Schirm. Der macht auch Spaß, mit dem Twin-Tip mal ein bisschen rumzuspielen beim Freeriden. Der springt auch ein bisschen, natürlich nicht so wie Evo oder Rebel, aber trotzdem geht das auf jeden Fall natürlich auch. Und am Foil macht er einfach alles, was du gerne machen möchtest, wenn du so ein bisschen rumspielen willst. Insofern, von der Robustheit gibt es mit dem Tuch auch keine Probleme. Da kann man ihn mal ein bisschen härter rannehmen. Das verzeiht er einem auch dementsprechend. Und er ist natürlich in der Dreierkonstellation hier der günstigste von allen dreien. Also bei uns im Testteam hat der Schirm auf jeden Fall für Begeisterung gesorgt.